Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Raptor Bau und Co., weil ich gerade den Namen vom Bausimulator vergessen habe. Ach egal, passt auch. Er ist Bausimulator. ja, Pascal ist auch mit dabei in der Multiplayer-Partie. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten und zwar mussten wir einmal komplett Steam beenden und Bausimulator alles, damit Pascal nochmal beitreten konnte. Also man kann nicht einfach beenden und dann noch eine neue Partie starten, das geht nicht. Irgendwie, es hat gerade ewig lang gedauert. Genau. Wir haben uns dazu entschieden, wir bauen die Parkanlage. Als nächstes. Ja. Von den erneuerbaren Energien. Hier, das Ding ist, hier verebnet sich halt auch wirklich dann die Auftragslage. Je nachdem, wie viele Zeitaufwand hier man nehmen möchte. Aber hier bekommen wir halt auch ein bisschen weniger als das Doppelte dann. Aber gut, egal. Let's go. Ja. Wir nehmen Mittel. Wir müssen uns übrigens auch nochmal irgendwann eine schnelle Karre kaufen. Ja. Da sind wir. Aber erstmal teleportieren. Hallo. Mit der Umweltbeauftragten. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin die Umweltbeauftragte der Stadt. Jemanden, der mal mit anpackt und einfach das Richtige tut, kann diese Stadt wirklich gut gebrauchen. Vielleicht ist dir die alte Bauruine aufgefallen, die hier noch vor kurzem stand. Seit Jahren einsturzgefährdet und asbestverseucht. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind erleichtert, dass das Ding endlich weg ist. Deine Aufgabe ist es, die ehemalige Brache in die umliegende Parkanlage zu integrieren. Ah ja. Ging mir schon mal sympathischer als der Investor, der da sein Hotel für die gehobene Mittelschicht bauen möchte. Okay, wir brauchen erstmal Ekran, oder? Jo. Beziehungsweise einfach unser... Ich weiß nicht, ob es mit dem so sinnvoll ist, hier alles aufzusammeln und wieder dann da rüber zu schleppen. Ja, haben wir einen Kranplatz hier irgendwo? Der natürlich auch verdichtet worden ist, ordentlich. Nee, nicht, ich wüsste. Ich sehe nämlich auch keinen Kranplatz. Okay. Oder Mobilkran. Was willst du mit Mobilkran? Guck mal, die sind alle A. Zeug? Die sind alle A und der hier ist auch A. Die Dinger, die kannst du, glaube ich, sogar mit dem kleinen Bagger-Dings, kannst du die auch bewegen. Mit der Schaufel ja, gut. Hinten. Ja, dann hol ich den mal noch mit her. Naja, den kannst du aber nur stationär einsetzen, das Problem. Und der hat nicht so eine große Reichweite. Ach so. Vielleicht kannst du die auch fahren, während das Zucker hängt. Du kannst schon mal gucken, wie es mit den nächsten Bauabschnitten aussieht. Oder willst du mal Kran fahren hier? Nee, ich wollte das mal schauen. So, Entsorgung. Genau, das machen wir jetzt ja. Bauverbreitung. Ebenen. Ebene den markierten Bereich mit einer Planierraupe. Yeah. Nochmal Planierraupe. Einen Motor gerader aufreißen. Ne? Das hat die Planierraupe, die eine Hälfte der, beziehungsweise es gibt drei Planierrauben. Zwei von denen haben das sind die teureren und die anderen nicht. Das war auch der Unterschied, warum die teurer sind. Also irgendwie eine teurere Planierraupe. Ja. Die hat auch so ein anderes Symbol noch da. Wer braucht schon Mobilkräne? Ja, okay, weil ich nicht weit genug rankomme. Mist. Jetzt sagen wir, nehmen die von Lieb her. Ja, weil die doch zwei Symbole. Aber die beiden normalen Motorgrader, die können auch beides. Ja, okay. Können auch planieren und. Da würde ich immer so einen normalen Motorgrader nehmen, weil die sind billiger als die krassen Planierraupen. Ne? Ja, wir brauchen aber auch eine Planierraupe. Der eine zumindest. Der eine ist günstiger. Wir brauchen aber auch eine Planierraupe. Ja, der Motorgrader kann beides. Ah. Na, ich habe keine Ahnung von den Fahrzeugen. Sie sei es ja gerade.
Nehmen wir so eine krasse Planierraupe, die sieht cooler aus. Gut, wir haben eine Planierraupe. Nice. Willst du vielleicht mal Kran fahren? Keine Ahnung, wie das geht. Musst du lernen. Wie erschlage ich die anderen Bauarbeiter am besten? Naja. Dann wird sich Emergency Unfall auf der Baustelle. Okay. Jetzt kann es witzig werden. Jo. Genau, A und D sind Schwenken, W und S sind das erste Gelenk, das zweite Gelenk sind Pfeiltaste hoch runter und Ausfahren sind rechts und links Pfeile, also die Pfeile. Moment, wenn du Power aktivierst, dann siehst du auch, welche Stücke wie schwer sind, was das nehmen kann. Der Berger kann zum Beispiel B nehmen. Also A ist das leichteste, B ist schwerer und C ist am schwersten, wenn es C überhaupt gibt. Dann haben wir alles. Jo. Haben wir es. Jetzt müssen wir den Bereich ebnen. Dann würde ich mal doch unser Bagger noch Kein Schild, herholen. ja. Nee. Wo war unser Betriebsgelände nochmal? Gleich hier in der Nähe. Weil, egal. Pass auf, du Keine kannst. Ehe. Fuhrpark Fuhrpark. auslagern. Baggerlader. Auslagern. Dann müsste der Einsteigen, hier auch ne? gleich in die Ecke sein. Und hin teleportieren. Um so den Großen echt probier mit dem Kleinen rumzuarbeiten, ne? Jo. Ich wäre eher dafür, dass wir dieses riesige Loch von dem Kanalrohr noch wegstopfen, aber gut. Also wie gesagt, es geht nur darum, dass die Erde da rauskommt. Die kann auch nebenher dann ein Hügel liegen oder so, ist egal. Es geht nur um den Bereich. Hätten wir das? Und ein Stück vorfahren. Bin zu weit hinten, ne? Was so, mit der Schaufel vorne. Du weißt schon, dass Hä? du kein Loch buddeln sollst. Ach, nicht? Nee. Bereich Ebenen ist gerade. Ach so. Ich wollte mal noch ausbaggern. Ja, das bräuchte ich eh nicht. Ich fange ja an, um was rumzubuddeln. Du machst damit noch unebener. Ist aber auch schön, wenn die Parkanlage erweitert wird. Boah, hier gibt es sogar Hocker, wo man sich hinsetzen könnte. Darf ich aber leider nicht, weil mir vom Chef keine Pause gewährt wird. Sie Oh. darf mich hier nicht hinsetzen, ne? Ja, sagt der Chef. Okay, den Bereich soll jetzt aufreißen, was auch immer das bedeutet. Aber wahrscheinlich locker machen, ne? Weil hier die Erde verdichtet ist, weil hier wahrscheinlich auf dem Gelände das Haus stand. Ich vermute mal, ja. Aber die Erde sieht zumindest sehr planiert aus auf dem Grund, auf dem Gelände hier. Dafür sind doch die Zinken da Gucken wir dran. mal. Muss der oben runterfahren können. Menü. Okay, Nö. ich kann mich gar nicht zusetzen zu dir, sehr doof. Ah. Dann auf geht's. Ja.
Was ein Aufreißer, du. Schlechte Wortwitze kann ich. Das wäre bestimmt aber auch kein guter, ein guter Icebreaker. Ja. Ich sag mal, wenn du mit so einem, mit so einer Planierraupe auf die Party kommst. Ja. Also, willst du auch aufgerissen werden? die Flirtprofis. So können wir die Folge nennen. Ihr seht es, wir sind Flirtprofis. Planierraupenflirts. Planierraupenflirts auf der, von der Baustelle. Warte mal, geh mal in Fotomodus und mach gleich mal ein Thumbnail. Ja, das ist richtig. Da haben wir auch genügend aufgerissen. Oh, Bereich ausheben. Jetzt, Bereich ausheben. Jetzt darf ich Baggern tun. Das ist wahrscheinlich fürs Gerüst dann. Also, auf der Vorschau gesehen, dass irgendein Klettergerüst oder irgendwas hinkommt. Ich habe Schaufelkapazität auch schon hochgeskillt. Ja, ich habe an dem Ding gar keine Schaufelkapazität gefühlt. Ich weiß nicht, ob meine Skillpunkte allgemein hierfür gelten für den Spielstand. Nee, ich habe die Skillpunkte nicht. Mir. Naja, aber ob die für die Maschinen gelten. Oder ob die nur für dich gelten, das ist die Frage. Also es würde halt keinen Sinn machen, wenn du da weniger reinladen könntest als ich in so einen Kipper zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Macht doch irgendwie Sinn, oder? Also einsatzbereit warst du auf jeden Fall eher. Ich bin zu nah rangefahren, die Baustelle. Ich kipp das dann nämlich alles immer noch in den markierten Bereich wieder rein. Ja, du hast ein bisschen mehr Platz als ich in meiner Schaufel. Mit dem Ding würden wir hier 3 Jahre brauchen, mit dem hier. Fressen Bereich hat sich also echt scheiße gerade, ne? Ist halt nicht verdichtet, ne? Ja. So wie Kranplätze, die müssen nicht verdichtet sein. Probier mich festgefahren. Oder? Ah, nee, doch nicht. Ich komm voran. Ich muss mich nicht wegbaggern. Ich muss dich anbaggern. Oh, wir sind so schlecht. Das.
Aua! Nein! Was war das denn gerade? Oh, zu köstlich, zu köstlich. Ich will doch nur einfahren. Hey, ich bring den mal ganz schnell in die Werkstatt, ne? Ist jetzt kaputt gegangen deswegen? Naja, nee, 87% noch. Einlager. Ach so. So. Ja, müssen wir es holen. Jo. Willst du fahren? Ich weiß nicht, wie viel das ist. Palette Betonsäcke. Lohnt sich dafür noch einen Trailer zu mieten? Wo ja, steht denn das? Du musst halt zweimal fahren, ne? Wo steht denn das? Es sei denn, du kriegst alles auf eins gepuzzelt. Wo steht denn das alles, Tobi? Das musst du beim nächsten Materialdings einkaufen. Aber der ist beim Baustoffhandel. Der nächste ist 45, der nächste ist in der Stadt, nicht der oben im Dorf, bitte. Ach da, Baustoffhandel. Siehst du eigentlich die Routen, die ich auch setze? Nee. Okay. Ich habe eine Idee. Warte. Wo kann man tatsächlich kaufen beim Hammergeil? Warte mal. Fahr mal bitte auf die Stelle, wo das beladen ist. Mal schauen, wo man überhaupt belädt. Und wir können uns dann aussuchen, ob wir entweder mit Gabelstaplern das aufladen oder ob wir Direktbeladung machen. Soweit es geht. Hier drüben, ne? Ich sag nur. Ja. Fahr erstmal drauf und ich guck, wie viel ich drauf bekomme, okay? Jo. Und zwar brauchen wir. Wo brauchen wir Jungbäume? Bäume. Wir nehmen mal ein paar Rohre, das Zeug, die paar Jungbäume und das. Eine PVC-Rohre, ein warte. Lädst du gerade auch auf? Nö, ich sagte nur, was da steht, oder? Ja, nee, kann filtern. Ah, okay. Du brauchst erstmal hier so einmal, steht da. Nein, die drei Jungbäume halt dann noch, ne? Ja, die stehen noch nicht da. Ja, die können wir trotzdem mal hin transportieren. Die nehmen nicht viel Platz weg. Ja, okay. Dann nehmen wir erstmal noch die Bewährungsgitter raus. Ja, Bewährungsgitter brauchen wir aber jetzt. Ja, aber die passen gerade nicht mit drauf. Ach so, okay. Wollen Sie mit einsteigen oder soll ich? Ich teleportiere einfach so und dann komme ich gleich wieder. Wenn alles abgeladen ist. Kannst du Bagger mithelfen beim Abladen? Ja. Also die Bäume auf der Ladefläche sehen beim Fahren sehr, sehr seltsam aus. Die verschwimmen einfach so. Jo. Also bei manchen Lichteffekten so. Nein, meine Damen und Herren, ich zerstöre hier nicht gerade die ganze Rohrleitung. Ja, ansonsten bagger ich das nochmal kurz raus. Jetzt da? Okay. Na, ich hab ihn aber gesehen, den Punkt. Existiert noch. Da ist er. Da! Ich halte es gerade. Ja, toll. Die Profis am Werk.
Mein Kran hängt noch drin. Einmal zurückdrücken. Dürfen wir die sogar auspacken hier? Krasse Sache. Oh. Ein Springbrunnen. Das wird ein Springbrunnen. Diese Beton in die Schalung. Wir brauchen Betonmischer. Yay. Yeah. Ich glaube, Betonbombe, das können wir besser mal zeigen, wenn wir ein Gebäude bauen. Ja, dafür nutzen wir die auch wirklich. Na, ich habe, als ich die Garage gebaut habe, habe ich auch eine Betonpumpe benutzt. Um das Dach zu gießen. So, da müssen wir noch Kies liefern. Da kümmerst du dich da drum. Ah, da müssen wir was ausheben mit dem Bagger. Für die Bäume, um die reinzupflanzen. Ja, da können wir den die Bäume einpflanzen und dann sind wir fertig. Also hole ich eine Ladung Kies. Das sollte reichen. Schnellreise. Hier kommt der Beton. Dong, dong, dong. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr zu tun haben, eher eine zweigeteilte Folge haben wollt oder. Ob ihr das alles fein zu euch zusammencutten soll. Mehr Folge. Rausgeschnitten oder. Mehr drin gelassen. Einfach eine lange Folge. Genau, jetzt haben wir nämlich hier die Schnurre. Und dann können wir das ja auch gießen. So, jetzt mache ich die Schnurre nochmal ab. Oh, bin ich schlau, ja. Das ist exakt das gleiche Fahrzeug, das macht exakt den gleichen Ton. Also, ja, das stimmt, das ist immer so ein MAN-Truck und da hinten einfach ein anderer Aufbau drauf, ne? Also das finde ich cool so. Also. Naja. Ich meine, noch aber cooler wäre es. Das ist ein cooles Konzept. Du hast einfach immer die gleiche Grundplattform und nur der Aufbau ist immer ein anderer. Noch cooler wäre es natürlich, wenn du das wechseln könntest, wie so ein Wechselladerfahrzeug. Ja. Aber. Gut. Ja, ist ja gut geworden. Halbwegs zumindest. Ja, das ist genau das, was wir haben sollen. Ah, jetzt so für die gesamten Baustellenbereich räumen, inklusive der Bäume, die ich da abgeladen habe. Die Planierrobbe, die brauchen wir nicht mehr, ne? Die kann ich gleich mal zurückgeben. Ja, Planierrobbe. Zurückgeben. Ach, Oberboden abtragen. Oberboden. Toll. Da könnten wir die Planierraufe gebrauchen. Haben die sich gerade das zurückgegeben? Ja. Sehr gut. Du hast gesagt, wir brauchen die nicht mehr. Ich hab gar nichts gesagt. Gar nichts gesagt. Ökonomisch und so. Hatten wir die Cut? Ja. Yeah. Die Caterpillar? Tobi, ich glaube, es liegt alles daran, dass ich Recht und Wirtschaft abgewählt habe. Nee, wir hatten die Liebherr, oder? Keine Ahnung, was wir hatten, ne? Wir hatten die Liebherr. Wollen wir gleich kaufen? Ah, nee, haben wir nicht genug Geld für. Schade. Können sie dann nicht alles kaufen, was wir wollen.
Leider. Dafür müssen wir erstmal ein Hotel bauen. Transportkosten. Das gibt's doch nicht. Ladung verloren gegangen? What? Oha. Das ist ja mal richtig krass gemacht, Pascal. Kriegst du ein Lob, kriegst du ein bisschen Gehalt für. Also da muss ich jetzt schon sagen, das hat mich jetzt so beeindruckt. Hier online, Bautrupp, Pascal, nee. Firma, Finanzen, Geldüberweisung. Ich würde sagen. Sieht uns so ein Erdhaufen, aber egal. Hey. Oh. Kann ich? Nö, kann ich nicht. So. Ja, 100 Credits für mich. Nice. Was ist das hier für ein rundes Ding, was wir jetzt planieren? Wahrscheinlich ein Weg. Warum sind jetzt eigentlich nur noch 2% fertig? Hattest du nicht gerade schon 3? Ja, ich hab bis auf da hinten ist ein Erdhaufen. Wo muss die Erde auch hin, die ich wegziehe hier? Naja, möglichst nicht dahin, wo du sie gerade weggenommen hast. Ah! Also auf die gesamte Baustelle geräumt werden nochmal. Haut das Schild um! Ah, das ist so ein befriedigendes Gefühl, einfach alle Schilder umhauen zu können. Wie bei LS damals. Wenn man im Singleplayer gespielt hat. Jo. Brumm, brumm. 17.000 gab's dafür. Also ich habe 206.000 hier stehen. Und 1700 XP. Wahrscheinlich kriege ich die 17.000 persönlich auf mein persönliches Konto oder sowas, keine Ahnung. Ah. Fertig, stopp. Schwupp. 33.000. Pflanzgrube ausheben. Yeah. Dafür könnte sich sogar der kleine Bagger eignen. Ja, der wird sogar empfohlen. Ich mach's trotzdem mit dem großen. Ja, weil der cooler ist. Ja, so ein kleines Löchlein oder so. Ratsch, ein Riesenbagger. Nu? Satz des Spirit. Na gut, da hat man immer genügend Spielraum für den Baumpflanzen. Jo. Ah, ist der Bauzeug schon komplett weggerissen. Oben noch. Dum, 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 dum. Wollte gerade sagen, immerhin müssen wir den Kiesweg nicht verdichten, aber es kommt bestimmt auch noch.
Nein, müssen wir nicht. Wir müssen die Pfl drei Pflanzkurven ausheben, die drei Bäume pflanzen und das ist alles fertig. Ja. Hast du noch eine Nachbesprechung? So, ja, dann beide auf der anderen Seite. Achso, ich dachte, du fängst mit der anderen Bagger schon auch parallel an. Nö. Das ist zu Nö. klein. Boah, ey, was haben wir nicht alles geschafft jetzt? Ja. Krasse Sache. Warte, steig einfach aus. Steig mal aus. Ein. Doch. Hau den weg. Steig aus. Danke. Nochmal 17.000. Nice. Die Bauruine wirkte wie ein Fremdkörper im Park. Endlich können Familien und Spaziergänger gefahrlos flanieren und ausspannen. Aber nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich, dass sich etwas tut. Auch die Zeitungen berichten bereits vom entspannten Grün am Flussufer. Was war das denn für ein Blick Werden am Ende? berühmt! Werden berühmt! Aufgrund der Yay! Parkanlage. Zeiten sind die. Oh, guck mal, es sieht echt schön aus. Und das haben wir alles gebaut hier. Ja. Stell dir vor. Also wir haben uns die ganzen grundlegenden Dinge gebaut. Na gut, aber das war's dann für Den Rest heute. hat der Landschaftsgärtner gemacht. Jo, das war's erstmal mit dem Teil hier. Womit es dann hier weitergeht, bei unter anderem bei Mr. Grüni, Frau Grüni, bei der Zufahrtsstraße, eine Wegwirfgesellschaft. In letzter Zeit entsorgen immer mehr Menschen ihren Müll illegal in der Natur. Kein Wunder, dass in der hiesigen Entsorgungsbetriebe klagen schon länger über die maroden Zufahrt zum Wertstoffhof. Hä? Irgendwie war gerade ein Fehler in meinem Satzbau, aber egal. Wir können Biogas, Kraftgas, Gas bauen. Biogasanlage. Oder vielleicht auch das Hotel bauen. Oder auch das Strandbad. Und den Gloriaplatz. Oder die Verkehrsbrücke. Oho, eine Brücke bauen. Oh, ne, ist ja Oder Teil auch war aneinandersetzen. dann einen Weg bauen. Dann Ausgrabungen machen. Schwerlasttransport. Oha. Dann Ritterüberreste. Also Bauarbeiten fortsetzen an der Baustelle. Oder ob wir das historische Museum einen Anbau bauen. Verkehrswege, Lärmschutzwand. Ein Bahnhofsanbau, eine Raststätte, wer rastet, Ah! der rostet. Bahnhofbau, da bin ich ja. Da bin ich voll dabei. Eine Raststätte. Oder eine Umgehungsstraße. Ja, Umgehungsstraße ist auch krass. Das wird eine richtig krasse Straße wahrscheinlich, die wir bauen dürfen. Ich gebe noch die Aber ja, Fahrzeuge das. zurück. Das gibt's alles also in den nächsten Folgen irgendwann mal. Und bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.